Leute, das ist so gestört. Nein, 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 nein. Was geht ab, Like? Ich bin's mal wieder hier, euer Like Jerry. Heute ein Herzschrittmacher macht Trockenroll. Wir sind heute auf der Icon League. Ich kann das auch nicht glauben. Wir vloggen auch mit Handy, weil die haben mich nicht reingelassen mit Kamera. Naja gut, da muss ich noch ein bisschen größer werden, dass ich mit Kamera rein darf. Achso, wir holen jetzt noch jemanden ab. Wow, wir sind heute auf der Icon League. Wir sind, ach du heilige Scheiße. Party feiern! Boah, mich und ich schwitze. Ich schwitze auch. So krass. Ja, ich schwitze immer wie ein Otter und keiner weiß warum. Ach du Scheiße, das ist übertrieben viel. Das ist alles hier in der Lücke drin. Ja, wir müssen, na egal, wir müssen los. Wir reinigen? Nö, wir lassen uns so. Pedro. Wir sind da. Icon League, Lanxess Arena. Wir kommen. Ich habe schon gesehen, da war... Ich kann jetzt kicken. Zeig mal, Übersteiger. Fehlt nur noch der Ball. So, guck mal da. Da ist unser Eingang. Wir können da jetzt dann reinfahren. Rein. Wieso warten die denn alle auf uns? Ja. Gehst du vor oder was? Ja, wie immer. Wir sehen uns. So, wir sind auf jeden Fall jetzt drin. Und da drin gibt es Icon League Merchandise. Ich verstehe schon wieder nicht, warum da kein Shirt von mir hängt. Sag ich dir so. Wir haben uns jetzt nochmal schnell einen kleinen Deluxe-Snack geholt. Und dann gucken wir uns jetzt mal gleich mal an, wo wir sitzen. Weil ich will mich noch nicht zu früh freuen, weil die Plätze können auch genau auf der anderen Seite sein. Also genau oben. Wenn man halt von oben anfängt zu zählen. Deswegen. Aber schon drin oder kann auch draußen. Wir gucken von oben, vom Dach natürlich. So, ich zeige euch jetzt mal, wo wir sitzen. Wir sind da. So, und hier ist der Platz. Also wir haben wirklich richtig geile Plätze. Wir sehen echt richtig gut. Ist jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde. Und dann ist erster Kick. Gut Kick. Gut Kick. So, da hinten läuft gerade Barster rum. Und ich frage mich, warum er mich noch nicht geholt hat. Aber ich glaube, der hat mich einfach bisher noch nicht gesehen. Der hat mich... Nein, das ist ja... Kann ich mir auch nicht übel nehmen. Nee, lass. Leute, da hinten kommen jetzt gerade hintereinander die ganze Mannschaft raus. Das ist schon verrückt, wenn man das hier alles. Boah, da kommt gerade der Robert Andrich rein mit seinem Team. Felix Groß, Robert Andrich. Digga, das ist so crazy, was die hier aufgestellt haben. Das ist so verrückt. Wer ist da gerade gekommen? André. Wer? André. André, genau. Leute, da kommt der Macher himself, einfach Toni Groß. Das ist so verrückt. Kann nicht sein. Er kommt einfach, er ist der Einzige, der hier mit drei Bodyguards reinkommt, Digga. Die anderen einfach gar nicht. Er kommt mit drei Bodyguards rein. Was machen wir, wenn die Kunst reinkommt? So, es geht gleich los. Also ich kann euch mal kurz zeigen, hier sitzen die Spieler. Also ich sag euch ehrlich, die Plätze sind Baba, Leute. Hier sitzen die Spieler gleich. Da ist das Feld. Da oben ist schon der Stream. Wir haben schon gewunken in den Stream. Keiner hat uns gesehen. Naja. Was hast du gerade gesagt? Es wird mir schon helfen, wenn die Leute, die bekannt sind, ja, einfach so Namensschilder tragen. Ja, Namensschilder wären fürs nächste Mal ganz gut. Das könnt ihr euch vielleicht für den nächsten Spieltag auch einfach direkt mal jetzt auf die Liste schreiben. Wenn ich dann auch weiß, wen muss ich verlinken? Wen kann ich hingehen wegen Geld? Wo kann ich noch was rausholen? Wo weiß ich, da lohnt es sich zu arbeiten? Ja, einfach mal den Kontostand auf die Liste drücken. Geht wirklich los. Kannst du meine Hand halten? Im Moment dort. Auch für die nächsten Comic-Blätter. Spieltag Nummer 1, der Icon League. Toni Groß und Elias Merck. Leute, es geht los. Ich glaube, das war alles nicht. Das war wirklich verrückt. Einfach Toni Groß und die laufen aufs Feld. Und ich sehe, ja, hi, hier. Die Teamchefs kommen jetzt. Schau mal, wen haben wir denn da? Auf Brücke. Naja, muss ja auch. Leute, ich krieg einfach Gänsehaut. Einfach krank, das ist so geil, das ist das. Ja, ich krieg Gänsehaut. Haben wir noch einen Plan, oder? Henrys einfach Luciano, einfach Claudio Pizarro. War's ja, ja, sehr gut. Das kann ich echt nicht. Wir haben uns auch nicht so viel in seinem Arsch haben. Auch wenn wir zwischendurch mal telefonieren. Wir müssen doch treuen. Wer ist das bei euch heute? Daniel Caligiuri wird noch da sein. Ehemaliger Schalter ist auf dem Weg. Leute, es geht los. Das erste Team, Aschraf und Reezy, kommen jetzt auf den Platz. Erstes Spiel. Hä? Rüdiger und Aschraf spielen gegen Luciano. Rüdiger ist leider nicht da. Der spielt bei Real gerade. Muss spielen. Na, was willst du machen? Aber die kommen jetzt einfach, Digga. Team von Luciano. Was sagst du? Stark. Nein, wie es ausgeht. Ach so. ich sag hier, Luciano ist mein Kopf. Hör auf meine Worte. Aschraf Ruiz gewinnt. Und da ist es soweit, Leute. Anstoß, erstes Spiel.
Ja, Jungs, ihr müsst aber jetzt auch mal noch kurz woanders hingehen. Sag ich euch so, wie es ist. Ich sehe auch gar nichts. Aber ja, gut sein. Ne? Wir können ja so lange bitte nicht nach Schwamm spielen, wenn du willst. Ja? Ja. Luciano Team trifft erstes Tor der Eichen League. Ich glaube es nicht. Na gut, nee. Da ist er. Da seht ihr nochmal den Treffer. Hätte auch ich sein können, sage ich dir so wie es ist. Ah, Mensch, schade, dass ihr schon geht. Man muss natürlich ehrlich sagen, der Ball ist hier gerade beim Torwart gegen die Wand gegangen. Ist natürlich schwierig für den Torwart. Halt, wenn der Ball so kommt, kann natürlich schnell sein, dass er reingeht. Genau, hab ich mir auch gedacht gerade. Kurz, da passiert das Tor. Ich sag's doch. Ich hab's doch gesagt, Luciano 2-0. Danke. Ja. Mensch, du willst aber wirklich Typico machen eigentlich. Ja, so stark, Wahnsinn. So Leute, ihr habt weiter nichts verpasst. Es ist nur noch 2-0, erste Halbzeit. Halbzeit Interview. Was denken die, wie machen sich die Spieler im ersten Icon League Spiel tatsächlich in der ersten Halbzeit? Wie wird sich die zweite Halbzeit entwickeln? Yes, also. Also wie ich gesagt habe, ne, Luciano gewinnt 100%. Das sind auch die hübscheren Trikots, davon habe ich das abhängig gemacht. Okay Leute, ich muss mies pinkeln und ich will was zu trinken. Ist leider über dem Denal. Viel Spaß dir, ne? Ich schalte rüber ins Sportstudio. So, ich soll den Bums jetzt hier filmen. Es wurde gerade gejubelt, es war aber kein Tor. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich dachte, ich mache jetzt einfach mal die Kamera an. So Leute, 3-0 für Luciano, ich hab's doch gefragt. Es war Bundesliga, Nationalmannschaft, ich viele, ach so, da war ich. Einfach mich fragen. Sind wir wieder da? Trinken ist da, Pokémon ist da, ich mache 4-0. Ende. Luciano gewinnt gegen Squeezy und Ashraf 6-1. Ja, wir sind schon live, wir sind schon live drauf, wir sind schon drauf. So Leute, Toni Kroos ist jetzt in die Masse gegangen und gibt da jetzt gerade Autogramme und macht Bilder und so. Also ihr könntet jetzt auch theoretisch auch zu mir jetzt. Hier dann, falls ihr wollt. Alle Hände auf die Straße, wenn der Eismann kommt. Wollt ihr nicht mit mir auf? So Leute, nächstes Spiel, zweites Spiel. Fünch Asozial und Thorsten Matuschka in Rot gegen Fabian Rehse und Chiagos Team in Gelb. Ich sage Chiago 3-0. Aber der ist heute nicht da, weil der eine Tour hat. Ich bin auch hier. Ja, wir sind auch eigentlich auf Tour. Ja. Leute, ich habe euch das Spiel mal jetzt nicht mitgenommen. Ihr könnt euch die Highlights auch einfach beim Icon League-Kanal angucken. Aber einfach die Mannschaft von Fünch ist so krank. Da sind so viele Randy, Quering, Karim Benjamina. Die sind einfach alle dabei. Das ist so verrückt. Das ist sowieso verrückt. Da ist immer hier, da ist er. Es ist vorbei. Das zweite Spiel geht 4-6 aus. Fünch hat verloren, aber egal, ey. Manchmal gibt es auch einfach nur Teilnehmer. Was soll ich dir sagen? Heute für dich auch Teilnehmer. Ja, traurige Sachen. Sag ich so, wie es ist. Traurige Sachen. Man sieht sie, Mann. Man sieht sie, Mann. Niederlage sitzt tief. Leute, wer ist da? Eben Jello auf dem Platz himself. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung von ihm war, aber er macht mindestens eine gute Spielzeit. Komm, hol sie dem. So Leute, hier sehen wir einen Werbespot in der Mache. Der Wasser bewirbt gerade die neue Eieruhr. Und er macht sich ganz gut, würde ich sagen. Spiel vorbei. Da seht ihr den Endstand 4-2. Die von Torris, naja. Beim nächsten Mal vielleicht nochmal in der Kabine ein bisschen lernen, neue Schuhe putzen und beim nächsten Mal. So Leute, wir dachten auch nochmal ganz kurz, wir gehören zu den Reichen und Schönen. Und deswegen sind wir mal ganz kurz, die liebe Joyce, der Patrick, dem Alex, dem, der Anwalt und der Spielerberater genau, von ja. Antonio Rüdiger. Und hier mal ganz kurz gesagt, ihr könnt mal kurz vorbeischauen. Und jetzt sind wir hier. Da sind wir. Ganz kurz mal. Und ich wollte, kurzer Funfact, da unten sitzen wir. Eigentlich. Da unten. Ich weiß gar nicht, dass da auch Plätze sind, aber... Da sind Plätze. Und wir sind jetzt auf jeden Fall ganz kurz hier oben, aber wir werden gleich wieder runtergehen. Leute, ich will euch das nochmal ganz kurz zeigen. Guckt euch das mal an, die Halle ist wirklich komplett ausverkauft. Das ist kein Spaß. Guck mal, bis da oben. Die sitzen überall. Das ist so Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Also wirklich... Oh, Tor! Ja, ich wusste es doch. Da ist er doch. Oh, oh, oh. Heute einfach Fake Groß, Robert Andrich, das ist einfach geil. Achso Leute, wir sind übrigens wieder unten. Einfach das Team, wo Toni Groß jetzt mitspielt. Muss doch Fake sein. Leute, guckt euch mal an, was wir hier auffahren, damit Toni Groß jetzt nochmal seinen eigenen Auftritt kriegt. Digga, da sind Leute im Anzug mit Trompete, die Mannschaft stellt sich auf, das ist so verrückt. Leute, das ist so gestört. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht sein, Digga. Nein, 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 Leute, das ist doch nicht wahr. Das kann nicht wahr sein, er spielt jetzt.
Er steht da auf dem Platz und spielt jetzt einfach. Junge, das Team von Sydney kommt rein, guckt euch das an. Er kommt einfach mit einem Adler rein. Nein, 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 nein. Leute, was passiert denn? Hä? Komm her! Komm schnell her auf Bahn! Los, hol ran die Eule! Köln, mach mal ein bisschen Lärm! Leute, das ist so verrückt, das Spiel ist einfach. Toni Kroos gegen Sydney, das ist so krank. Bei dem Spiel nehme ich euch natürlich jetzt nochmal das ganze Spiel mit. Leute, guck mal, Toni Kroos. Das müssen wir uns gerade angucken, ob ihr wollt oder nicht, Digga. Das ist so krank. Oh mein Gott, Mann. Ja. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich will auch Toni jetzt spielen sehen. Was soll das denn jetzt? Wieso ist das Quatsch jetzt? Oh. Ey, 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 ey. Oh, jetzt hast du Scheiße, jetzt geht wieder mal richtig durch die Luft. Leute, einfach kurz vor Anstoß. Guck mal, da ist Toni Kroos. Da ist Sydney, das ist so krank. Leute, sowas bekommt ihr nur hier. Und nur auf meinem Kanal. Scheiße, Digga. Ey, jetzt habe ich genau da nicht gefilmt. 1-0 für B2B United. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Viel in der Matrix gewesen, kurz. Ey, Leute, ich sag euch, wie wir sind. Ich fühle mittlerweile schon 3-0. Das ist alles ein bisschen passiert, als ich irgendwie hier filmen konnte. Ich muss auch ein bisschen ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen perplex, dass ich gucke guck den die ganze Zeit nur an und... Oh Gott. Erster Ball. Oh, nee, das ist schon wieder abgegeben, Mann. Ich will doch, dass er einfach ein Tor macht. Was soll das aber, hä? Leute, einfach 4-0. Und Toni Kroos gerade einfach rausgegangen. Mein Gott, der soll doch ein Tor machen, aber hä? Junge, was hat der für ein Tor gemacht? Nein, Digga. Er hat einfach so draufgeholt. Krank. Wirklich krank. Ich glaube, ich müsste jetzt 5 einstellen. Ich habe einfach vergessen zu filmen, weil ich komme auch nicht hinterher. Ich bin ja auch kein Kameraprofi, ne? Da ist er jetzt. Toni. Oh, schade. Naja. Es bleibt doch einfach nur ein Träumchen. Wenn der hier heute trifft, ich glaube, die Halle eskaliert komplett. Toni Kroos! Danke, wir können nach Hause jetzt gehen. Wir können dann jetzt gehen, ich hab ihn. So Leute, das Spiel ist vorbei und die haben einfach wirklich 9-2 gewonnen, Digga. Das lag daran, weil ich zugeguckt hab. Kein Problem. Holt mich einfach zu jedem Spieltag, ihr gewinnt. So die andere Mannschaft, Bisca Barca, Franck Ribéry. Und dann ist das hier das letzte Spiel, das ist unglaublich. Franky! Achso Leute, ganz kurz, es wurde gerade sogar gesagt, Franck spielt. Leute, das Spiel sieht ganz solide aus. Das Spiel ist vorbei. Bisca Barca, Franck Ribéry verliert 2-0, naja. So ist das. Und Lukas Markan, Man of the Match. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hier ist jetzt vorbei. Das war's für ein eigenes Video. Und wenn ihr wollt, dass ich nächstes Mal mitspiele, dann kommentiert auf jeden Fall mal. Hashtag, spiel mit. Hat's dir gefallen? Wie waren die Musikauftritte? Apache, wie war Apache? Abogate.